Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4. Let's Build Sanctuary. Let's Rebuild Sanctuary. So nennen wir das jetzt. So, jetzt, wo ich ein bisschen Pause gemacht habe seit der letzten Folge und mir das Ganze jetzt mal nochmal so anschaue, sieht das schon ziemlich scheiße aus. Jetzt so mit neutralem Blick. Gerade hier die Front vorne ist schon ein zusammengeschusterter Haufen Teile hier. Aber ich bin zuversichtlich, wirklich. Ich bin immer noch zuversichtlich, dass wir das im Nachhinein mit Wanddekorationen, mit Büschen, mit Hecken so schön verschleiern können, dass das ein anständiges Haus wird. Ein anständiges, tolles Haus. Mal schauen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin selber noch skeptisch, aber ich habe Hoffnung. Wir kriegen das hin. Wir sind immerhin voll YOLO, Alter. Ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll, wenn man YOLO isst. Live only. Moment, nee, warte mal. Ach so, übrigens. Ich hab einen Scrap Everything Mod. Ich hab's wirklich so gemacht, wie ich beim letzten Mal gesagt habe. Ich habe alle Scrap Mods, die es gibt, von verschiedenen Herstellern, die man eigentlich nicht gleichzeitig installieren soll, einfach mal alle gleichzeitig installiert. Und siehe da, es funktioniert. Jetzt, wo ich 100 Mods habe, die alle das gleiche machen, einer davon irgendwie geht. Obwohl, alleine hat keiner von denen funktioniert. Aber jetzt in Kombination kooperieren alle irgendwie miteinander. Ja, es ist bizarr, aber gut, es funktioniert. Ich beschwere mich nicht. Und ich habe auch gleich noch, gleichzeitig, weil ich mir nicht sicher war, einen Clean Sanctuary Mod runtergeladen, der Sanctuary aufräumt, wie ihr sehen könnt. Deswegen sieht jetzt alles ein bisschen öde aus und so. Aber das spielt uns in die Hände. Denn jetzt können wir Sanctuary zu dem wundervollen, grün bepflanzten Superort machen, den es verdient hat. Oder so. Warum will das da einrosten, das Ding? Einrosten? Einrasten? Egal. Ich brauche einen Stempel. Wo ist Mr. Cheat Stempel? Wo habe ich denn aufgehört zu bauen? Hinterm Haus, oder? Genau, da ist Mr. Cheat Stempel. Komm her. Du wunderschönes kleines Stöckchen. Der Zauberstock. Aha. So. Jetzt passt auf, hier ist es jetzt am wichtigsten, dass das einfach oben abschließt. Weil unten ran kann man immer noch was kleben. Jetzt habe ich echt das Problem, dass die Treppe hier steht. Die nervt gerade. Ich muss das leider nochmal kurz. Treppe. Ich brauche dich nachher bestimmt wieder fürs Dach, aber jetzt erstmal. Ich bin gespannt, wirklich. Jetzt sind wir bald mit der Busy Work, mit der langweiligen Arbeit fertig. Hey, kann ich das Dach einzeln scrappen? Nee, das ist das ganze Haus. Ich habe nämlich schon drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, ob man nicht das komplette Innenhaus einfach wegscrappt, nachdem man innen und außen alles renoviert hat. Aber ich glaube, das wäre zwar leichter und das Ergebnis wäre schöner, aber ich will ja die alten restaurieren und nicht komplett neu bauen. Ich meine, hier ist natürlich mit dem Durchglitschen, ne? Naja. Das überlegen wir uns noch. Auf jeden Fall, was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, wenn wir jetzt erstmal mit der Busy Work hier außen fertig sind, dann können wir mal ein bisschen mit Dekorieren und so anfangen. Beziehungsweise würde ich innen schon auch gern gleich noch, ja. Ich frage mich, ob ich den Balken wirklich so sichtbar hier platzieren soll. Vielleicht sieht das dann insgesamt sogar besser aus, weil hier der Übergang ein bisschen verschleiert wird. Vielleicht, ja, vielleicht. Schauen wir mal, ob der Stempel hier kooperativ ist. Könnte gut sein. Ne, das ist dann doch zu niedrig. Selbst die super glitchfreundlichen Stempel, dem wird hier auch zu bunt. Da müssen wir es so machen. Oh, come on. Okay, ja, gut. Ja, guck mal. Ich weiß nicht recht, wie ich es platzieren soll. Okay, machen wir es so.
Jetzt ist natürlich der Glitzstempel verloren. Der ist jetzt irgendwo im Boden eingemauert. Holen wir uns einen neuen Glitzstempel. Ist er gleich hier, oder? Perfekt. Wisst ihr was, ich platziere hier gleich noch ein paar für die Zukunft. So, jetzt wo ich das hier gemacht habe, wäre es vielleicht ganz hübsch, wenn ich dasselbe auf der gegenüberliegenden Seite auch nochmal machen würde. Könnte ich mir vorstellen, dass das gar keine blöde Idee ist. Es sieht besser aus als vorher, würde ich sagen. Vielleicht könnte man die Stempel insgesamt so als Zwischendinger nehmen. Ich meine hier sowieso. Naja, mal schauen. Das wird alles. Alles wird wunderbar. Hey, alles wird ganz wunderschön und toll. Es wird perfekt hier. Es wird wundervoll. Okay, das hätten wir jetzt ehrlich gesagt. Ich scrap mal die ganzen Mauern, die jetzt hier noch so rumstehen, weg, weil für das Gebäude hier brauchen wir die jetzt aktuell gar nicht. Moment, Hubblume? Was? Okay, es ist Dachzeit. Zum Fallout New Vegas Soundtrack. Nee, warte mal. Barn. Wir haben das Barn. Harr. Barn-Dach haben wir genommen. Genau, das sind zwei von diesen Dächern quasi aneinandergefügt. Das ist eigentlich gut geworden. Schade, dass hier das Haus drunter so hässlich durchsteht, weil das ist eigentlich ganz gut geworden. Naja, das müsste ich jetzt quasi auf der gegenüberliegenden Seite auch nochmal machen. Und dann könnte man einfach die restliche Fläche oben noch mit Dach bedecken. Also, mache ich gleich mal die Teile, die wir brauchen. Wir brauchen zwei hiervon. Und zwei davon. Sodalino, wo ist unser Cheat-Stempel? Cheaty. Cheaty, der freundliche Cheat-Stempel. So. Nee, nicht finishen. Ich hab gerade erst. Wir haben noch gar nicht angefangen mit Place Anywhere. Hä? Ah, das hat jetzt irgendwie. Ich hab daneben geklickt. Okay. Jetzt. Jetzt haben wir's. Das wird jetzt wieder super schwer mit der Höhe. Ich muss wieder, ne, dieses blöde Blechdach muss wieder, oh Mann ey. Aber warte, ich versuch's diesmal ein bisschen großzügiger zu platzieren. Ein bisschen. So, dass ich hoffen kann, dass wirklich der Großteil des Daches versteckt ist. Ich habe auch hier wieder keine Kante, keine klare Kante vom Haus, an der ich mich orientieren könnte, damit das einigermaßen gerade wird. Muss ich mir mal von oben ansehen. Von vorne wäre es jetzt, glaube ich, okay. Steht halt hier jetzt schon stark über, aber das tut halt das Originaldach auch. Aber das habe ich jetzt gegenüber nicht so gemacht. Na doch, da steht's auch über. Passt schon. Okay, okay. Ja, passt. Naja. Dann lassen wir das jetzt mal so und dann schaue ich danach, dass ich das ein bisschen noch. Ach so, Moment mal. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal von oben mir das Ganze ansehen. Oh, ich steck fest. Okay, gut.
Aha, hier wird schon, man sieht schon ein bisschen, es ist auch ein bisschen schief, oder? Ja, schwer zu sagen, ehrlich gesagt, aber das kriegen wir hingebogen. Das lasse ich jetzt so. Wo habe ich den Cheaty hingestellt? Okay, jetzt passt auf. Das wird jetzt schwer, weil erstens spinnt der Editor rum wie blöd. Zweitens ist hier hinten dieses nervige Haus hier. Das war am Anfang, als ich angefangen habe, Fallout 4 zu spielen, ziemlich früh im Spiel. Das ist ja das Savegame von meinem Hauptcharakter. Und hier habe ich am Anfang meine gesammelten Power-Rüstungen ausgestellt. Die ersten 4, 5 habe ich quasi hier gelagert und habe an denen rumgebastelt. Und der Raum steht immer noch. Ich will den auch nicht abreißen, weil das ist schon irgendwie so ein bisschen nostalgisch auch. Dass der hier immer noch steht, mein alter Schuppen. Aber dann bin ich ja, also lange vor den Let's Builds und lange vor den DLCs auch, lange vor Mods, bin ich dann umgezogen letztendlich. Ich bin nicht hier in Sanctuary geblieben. Meine neue Hauptbasis wurde dann relativ schnell... die Insel. Wie heißt sie? Die Insel wurde dann mein neues Hauptquartier. Ihr wisst schon, was ich meine. Die mit der Meyerlurk-Königin und so. Aber wenn ihr die alten Folgen gesehen habt, wisst ihr das eh. Oder ich habe bestimmt schon hunderte Touren gemacht. Früher. Da, 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 da. Jetzt, wo ich das hier aufnehme übrigens... Wahrscheinlich geht es jetzt erst am Freitag online. Es hat sich alles verschoben. Hey Leute, übrigens, genau, das wollte ich gleich sagen. Ich habe mir jetzt gedacht, dadurch, dass leider die Uploads von diesen langen Videos unverhältnismäßig lang dauern, ich weiß nicht genau warum, aber ist so, und da in meinen Zeitplan es eigentlich viel besser passen würde, werde ich diese extra langen Folgen hier jetzt voraussichtlich immer geplant zumindest Mittwoch und Freitag releasen. Genau, das sind jetzt die neuen Let's Build-Tage. Mittwoch und Freitag. Ich versuche, dass ich es an den Tagen hinkriege. Das ist realistischer. Das passt mir besser in meinen Arbeitsplan, in meinen Arbeitszyklus, in mein Arbeitstiming. Ich glaube, das ist wirklich... Das könnte ich schaffen wenigstens. Das ist realistisch. Das versuchen wir jetzt. Auf jeden Fall wird jetzt heute, kurz nachdem ich hier fertig bin mit Aufnehmen, die PlayStation 5 revealed. Und ich kann jetzt schon mal... Das ist vielleicht ganz interessant, weil wenn ihr das seht, wurde die schon vorgestellt, dann weiß man schon mehr. Meine Erwartungen, mal schauen, wie gut ich da ins Schwarze treffe, sind quasi nicht vorhanden. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich erwarte nichts und werde wahrscheinlich nicht enttäuscht. oder überrascht, eines Besseren belehrt. Ich glaube nicht, dass mich das vom Hocker hauen wird. Ich glaube nicht, dass mich irgendwas überraschen wird. Ich glaube, das wird quasi einfach ein halt leistungsstärkerer Computer. Eine PS4 2.0. Die wird keine großen Innovationen haben. Eventuell bringt der neue Controller wieder irgendein Gimmick mit sich, damit man rechtfertigen kann, warum er die wieder ganz teuer extra verkaufen kann und man nicht die PS4-Controller benutzen kann. Das kann ich mir vorstellen. Das wird aber wahrscheinlich nichts Weltbewegendes sein. Nichts, wo man sagt, oh wow, holographisches Interface, Knöpfe, die sich automatisch neu anordnen, Flüssig-Metall-Oberfläche, die die Form verändern kann, aber dann hart wie Stahl wird auf Knopfdruck eingeblendete Touchscreen-Knöpfe, die sich verändern, je nachdem, welches Spiel man gerade spielt und welche Knöpfe das braucht. Oder irgendwas, wo ich sagen würde, wow, okay, das ist schon cool, wird es nicht geben. Nee, auf keinen Fall. Glaube ich nicht. Das wird Standard, das wird relativ langweilig. Die werden zeigen, oh, guck mal, hier, so viel Grafikpower. Und werden sagen, hier, 15.000 Gigaflops. Und so Sachen. Die werden Fantasiewörter benutzen, um zu zeigen, wie toll die Hardware ist.
Und dann wird es vorbei sein und man wird ganz viel tolle Spielszenen sehen, die dann letztendlich in Wirklichkeit gar nicht so toll aussehen. Wie immer halt, wie immer, wie jedes Mal, wenn eine neue Konsolengeneration von Sony vorgestellt wird. Und am Endeffekt werden wir dann in 2 Jahren genau die gleichen Spiele spielen, wie wir sie heute spielen, nur ein bisschen schöner. Und Sony wird, oder viele, nicht nur Sony, auch die Presse teilweise, viele werden von der großen Innovation sprechen, die alles verändern wird und nichts wird sich verändern. Das ist meine Prognose, meine Erwartung. Ich hoffe so stark, dass meine Erwartung quasi ins Leere läuft, dass ich enttäuscht werde oder positiv überrascht werde eher. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, genau so wird es laufen. Schauen wir mal, ich bin gespannt. Das ist jetzt meine Prognose zur PS5. Wenn ihr das Video seht, wissen wir schon mehr. Dann bin ich schon als großer Visionär erkannt oder als großer Schwafler entlarvt worden. Je nachdem, wie es läuft. Schauen wir mal. Nein, du bleibst, wo du bist. Ich will Cheat-Stempi haben. Cheat-Stempi! So, jetzt brauche ich diese Fenster. Hey, du da, verschwinde! Es ist eine Baustelle. Regierungsgeheimgebäude. Kannst hier nicht rumwanken. Wer bist du eigentlich? Das ist Automatran 921. Ach so, na gut. Ich dachte, ich habe manchen lustige Namen gegeben. Manchen von meinen Automatrons. Die Automatons. Das sind humanoide Tomaten, die immer erst am Schluss von meinen Folgen kommen. So lange guckt ihr die Videos nicht, deswegen habt ihr die noch nie gesehen. Die Automaten. Die Automatrons. Ganz am Schluss von den Videos kommen die immer, die humanoiden Tomaten, und sagen, hey, wir sind humanoide Tomaten. Macht's gut, tschüssi. Aber das kommt erst ganz am Ende. Also so richtig am Ende von den Videos. Wie gesagt, das hat das deswegen. Das habt ihr schon lange ausgemacht, alle. Wenn ihr euch jetzt fragt, von was ich da rede. Dann ist die Antwort, ich weiß es auch nicht. Dieses ganze Haus ist so hässlich. Ich dachte mir, ach ja, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl und schön positionieren kann man das bestimmt ganz toll restaurieren. Ich war so naiv. I was once a fool. So geht Eternal Darkness los. Ich weiß nicht, ob das wirklich die ersten Worte sind, die man hört. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, eigentlich beginnt es mit einem Monolog von Alexa Riviers Großvater. Hey, hier ist alles kreuz und quer. Das gibt es doch nicht. Das ist alles furchtbar hier. Ich glaube, erst dann. Erst nach dem Intro, also erst nach der Einleitung, kommt, glaube ich, dann Pius Augustus, der Oberböse im Spiel, mit seinem Monolog und sagt, I was once a fool oder sowas, der nicht durch den Schleier von Fleisch und Knochen gucken konnte, aber jetzt. Genauso geht's mir auch. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich drauf komme jetzt. Okay, das ist echt jetzt ein Problem, weil alle Wände hier, alle 3 Wände, an denen das Ding anschließen soll, sind komplett anders positioniert. Da gibt es nichts, an dem ich mich orientieren könnte. Keine einheitliche irgendwie Mauer. Keine Ahnung. Ich werde mich jetzt hier an dem Teil am Dach orientieren mal einfach. Dann schauen wir mal. Pius Augustus. Ich mag Eternal Darkness wirklich. Schade, dass Nintendo die Marke quasi nicht mehr nutzt. Ich glaube, ich muss die Wand da verschieben danach. Jetzt mache ich mal einfach weiter. Das wäre echt cool, oder? Aber ich glaube halt nicht, dass Nintendo will ja jetzt doch
im Grunde zum neuen Disney werden. Aktuell. Und da passt so eine Splatter, so eine doch sehr blutige, doch muss man schon sagen, so eine recht blutige Horrormarke passt da einfach nicht ins Portfolio. Aber die könnten doch dann ähnlich, das wär's. Okay, Disney sage ich schon, Nintendo, ich habe einen Plan, hört mir jetzt ganz genau zu. Ihr kauft jetzt einfach irgendwelche anderen Entwickler auf. Kauft THQ Nordic, die sind geil, die sind cool. Kauft die einfach mal, lasst die aber im Grunde weitermachen wie bisher. Ihr könnt dann höchstens, ne, ihr macht das dann wie bei vielen anderen Entwicklern, die ihr unter Vertrag habt. Ihr schaut so ein bisschen drauf, ihr gebt denen ein bisschen Tipps und Support, helft denen, damit die ein möglichst cooles Produkt auf den Markt bringen. Aber lasst die im Grunde einfach machen. Und denen gebt ihr dann so Lizenzen, THQ Nordic ist jetzt ein Publisher, aber die haben bestimmt viele coole Studios, denen gebt ihr dann die Lizenz von Eternal Darkness und guckt nur so ein bisschen drüber. Aber letztendlich wird das dann quasi nicht ein Nintendo-Spiel in dem Sinn, ne? Ihr seid nicht mal der Publisher, ihr seid nur der Rechteinhaber im Grunde. Ihr seid der Besitzer. Und so könnt ihr dann quasi solche Spiele, die nicht in euer familienfreundliches Disney-Portfolio passen, trotzdem veröffentlichen. Was haltet ihr davon, Disney? Den Tipp gibt's kostenlos. Weil das ist der absolut weltbewegende Supertipp. Da hat noch nie irgendjemand dran gedacht im Universum. Aber das wäre doch super, oder? Dahinter ist wirklich ein Fenster, oder? Das ist echt ein Problem hier. Im Endeffekt muss die Wand tiefer rein, aber ein bisschen weiter hole ich sie raus. Ah, ich hab's befürchtet. Nein, da oben, das kleine Eckchen. Guckt euch den Scheiß an. Aber das verstecken wir nachträglich. Hey, jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Stellt euch mal vor, ihr seid eine postapokalyptische kleine Familie und sucht noch ein Häuschen. Und der Immobilienmakler, der postapokalyptische Supermutanten-Immobilienmakler, zeigt euch entweder das Haus hier mit dem löchrigen Dach und so und überall Löcher und so, oder das Haus. Okay, das hat auch jetzt noch ein löchriges Dach. Dann nehmen wir doch lieber das hässliche Haus. Das im Grunde sieht es ein bisschen aus wie, ne, wie moderne Kunst. Ist das moderne? Wie so ein Picasso oder sowas. Wie so ein Pikachu oder sowas. Oder nehmt ihr lieber die rostige Bruchbude hier? Ja, ich würde auch die rostige Bruchbude eher nehmen. Nein, in Wirklichkeit würde ich schon eher. Das sieht wenigstens, ich meine, es ist wie so ein 100-Wasser-Haus. Vielleicht. Nur kubistischer. Und nicht so bunt und eigentlich überhaupt nicht wie 100 Wasser. Aber 100 Wasser hat halt auch ein Haus gemacht, das nicht praktisch ist und hässlich. Aber besonders. Besonders hässlich. Nein, ich finde die gar nicht besonders hässlich. Ich finde die schon interessant, aber hässlich. So, jetzt muss ich schauen, ob ich so einen Teil da noch reinstopfen kann. Das ist wieder eine saublöde, aber das mache ich. Im Grunde. Und hier noch ein Stempel rein, ne? Ja, das kann man machen. Naja, aber nicht ganz, im Grunde nur bis hier oder so. Es wäre so schön, wenn ich es jetzt einfach platzieren könnte. Aber wie gesagt, nicht auf der PS4. Ich hätte mir ja tatsächlich für die neue Generation eine neue Xbox eher gekauft. Ich habe jetzt die Xbox 360 gehabt, habe mich jetzt dann in dieser Generation für die PS4 entschieden. Jetzt wäre wieder Microsoft dran gewesen, was eigentlich eh wurscht ist. Ich meine, ein paar Exklusivtitel, das stimmt. Und letztendlich haben dann aber genau diese paar Exklusivtitel entschieden, weil eben Microsoft jetzt alles auch für den PC bringt. Haben die ja auch angekündigt, offiziell. Fällt halt die Wahl doch auf Sonys Konsole, weil ich habe einen PC
Und ich möchte mir auch, also muss mir auch für die Arbeit, für den Kanal sowieso mal einen fetten neuen Superrechner irgendwann leisten. Und da muss ich halt nicht auf die coolen Microsoft-Exklusivtitel verzichten, obwohl ich die Konsole von denen nicht besitze. Da investiere ich halt lieber quasi in PC-Hardware. Aber das fühlt sich so falsch an, weil eigentlich ist das, was Microsoft macht, ziemlich cool. Aber jetzt leiden die dann drunter. Die armen Xbox-Entwickler. Wobei ja Sony jetzt ziemlich überraschenderweise plötzlich jetzt zur... Also vielleicht hängt es damit zusammen, es kann schon sein. Ich erkläre es erstmal, bevor ich meine... Ich denke schon wieder um fünf Ecken, um viel zu weit. Also, weil ja Sony jetzt auch angefangen hat, exklusive PlayStation-Titel plötzlich für den PC zu veröffentlichen. Das ist schon sehr unerwartet. Es gibt da übrigens wirklich, Leute, das muss ich mal ansprechen. Es gibt da ein so weit verbreitetes, so einen weit verbreiteten Irrtum, so Misconceptions, dass Sony viele exklusive Sony-Titel, viele Sony-Titel, muss man sagen, exklusive Titel sind ja teilweise wirklich, aber viele Sony-Titel sowieso für andere Plattformen und den PC rausbringt. Das stimmt nicht, Leute. Das stimmt nicht. Das lese ich immer wieder, dass viele Leute der Meinung sind, dass Sony sowieso schon lange seine Marken überall auf allen Plattformen rausbringt. Weil halt teilweise Videospielreihen, die traditionell eher auf Sony-Konsolen zu Hause sind, woanders veröffentlicht werden. Aber das sind deswegen keine Sony-Lizenzen oder keine Sony-Spiele. Das darf man nicht verwechseln. Also ich meine, darf man schon, ist ja nicht schlimm. Aber das ist halt nicht so. Also, dass jetzt eben zum Beispiel wie heißt's denn? Das Robo-Dinosaurier-Spiel Horizon Zero Dawn für den PC kommt. Das ist crazy. Das ist crazy. Das ist ein hauseigenes Sony-Spiel. Wirklich von Sony finanziert, gepublished, in Auftrag gegeben, mitentwickelt. Das ist wirklich Sony. Ich meine, es ist von Guerilla-Dingens. Wie heißen die? Ach, ist ja egal. Aber auf jeden Fall ist das wirklich, das ist wirklich ein Sony-Spiel. Das ist nicht nur was, das irgendein anderer Publisher und irgendwer anders traditionell für die Sony macht und dann halt auch für andere Plattformen rausbringt, sondern das ist wirklich ein Sony-Spiel. Aber ich kann das total verstehen, dass man das durcheinander bringt. Und ich kann mich auch erinnern, das war damals, als die PlayStation kam, auch so. Da dachten auch viele Leute, dass jetzt plötzlich so viele Nintendo-Spiele für die PlayStation kommen. Sowas wie Final Fantasy und so weiter. Alles so traditionelle Nintendo-Marken, die jetzt plötzlich dann auf Sony kommen. Das ist verwirrend, das ist schon klar. Aber das waren nie Nintendo-Spiele damals und waren nie Sony-Spiele heute. Sowas wie, weiß ich nicht, eben dann auch wieder Final Fantasy oder Monster Hunter, wobei ja das auch sehr stark auf Nintendo ausgewandert ist vor Monster Hunter Worlds und so weiter. Naja. Oder Crash Bandicoot oder Spyro oder sowas. Naja, wo war ich stehen geblieben? Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich glaube, ich bin jetzt vom Hunderten ins Tausendste und bin fünfmal um fünf Ecken mit meinen Gedanken abgewandert, abgeschwiffen, abgeschweifet. Was schweifet? Warum rülpset und schweifet ihr nicht? Hat euch es euch nicht schmacket? Aha, auf genau sowas habe ich gehofft, dass das vielleicht ein-, zweimal passiert, freundlicherweise. Ja, warte, da springt's rein. Katsching! Das Dach wird so schief. Super. Okay, hier geht's nicht. Die meisten müssen wir dann leider doch anscheinend mit Glitchy McGlitching reinglitschen. Das hilft nichts.
Wie viel brauche ich denn? Hunderte, also zumindest wirklich einige. Ich brauche mindestens 10 oder so. So, 11. Glitchy Stab, wo bist du? Das da hinten sieht auch furchtbar aus. Ich weiß, ich hab's nicht angesprochen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht merkt's keiner. Aber wir werden da garantiert versehentlich den Baumodus verlassen und dann wieder reingehen und dann da irgendwas machen. Aber jetzt will ich endlich mal mit der Außenverkleidung fertig werden. Es hat wie lange... Ich meine, man kann es ja schön ablesen. Alles in allem, mit Rundgang, mit ständigen Abstürzen, mit Hausverkleiden. Na gut, rechnen wir die erste Folge nicht mit. Dann sind wir jetzt gerade mal 2,5 Stunden Hausverkleiden. Ich finde, das geht. Wenn man in echt so ein Haus komplett neu streicht oder befließt oder was auch immer, dauert das länger als 2,5 Stunden. Eher so 2-3 Viertelstunden. Und insofern ist es cool. Alles gut. Alles Gute kommt von oben. Wo ist jetzt das Dachteil hin? Das ist verschwunden. Oh, warte mal, hä? Hä? Ah! Verrückt. Ja, ich platziere das jetzt einfach. Und schau es mir gar nicht erst an, wie es dann aussieht. Oh mein Gott, es sieht so furchtbar aus. Shit. Wartet mal, das muss ich jetzt hier schon... So viel Zeit muss sein. Ich werde das anders machen jetzt. Ich bin halt... Um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ich erwarte nichts von der PS5. Ich bin halt in einer Zeit groß geworden, in der crazy shit passiert ist, was PC- und Konsolentechnologie angeht. Das kann man sich heute als junger Mensch gar nicht mehr vorstellen. Wirklich, das klingt jetzt wie die Anekdoten eines alten Mannes. Aber so ist es halt wirklich. Das kann man sich als junger Mensch nicht vorstellen, was da damals passiert ist. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin in einer Zeit groß geworden, in der quasi alle 4 Jahre die gesamte Videospieltechnologie komplett auf den Kopf gestellt wurde. Ich habe angefangen mit einem Schneider-PC. Das war so vergleichbar mit einem Atari ungefähr vom technischen Stand her. Und dann plötzlich, bam, NES. Den NES gab es da schon zu der Zeit, als ich den Schneider wie heißt er denn wirklich? Schneider? Da hinten steht er, Moment. Doch genau, der CPC-464. Da gab es den NES schon, als ich mit dem... So alt bin ich auch wieder nicht, als ich mit dem CPC gespielt habe. Aber es ist halt so meine persönliche Historie, die zufälligerweise wirklich die Entwicklung einfängt ganz gut. Naja, auf jeden Fall erst der Schneider, damit ging es los. Dann NES, dicht gefolgt dann schon von Super Nintendo, weil den gab es da dann quasi schon, als ich den NES hatte damals. War ich ja noch sehr jung. Aber das war total crazy. Das waren innerhalb von 4 Jahren, eigentlich für mich ein bisschen kürzer, aber innerhalb von 4 Jahren in realer Entwicklungszeit ein wahnsinniger Sprung. Und ab dann habe ich es ja quasi in Echtzeit mitbekommen. Vom Super Nintendo innerhalb von wenigen Jahren auf den N64. Mein Gott, ist das crazy gewesen. Ohne Scheiß. Von einem 2D-System. Ohne nennenswerte Hardware, das aber im Vergleich zum Schneider unglaublich war, dann zu einer 3D-Plattform zum ersten Mal. Holy Shittington. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet hat. Das war eine unglaubliche Revolution für mich. Das hat einfach alle umgehauen. Und ab dann... wurde es langsamer. Ich meine, dann auf GameCube oder PlayStation 2 der Sprung hat natürlich, das war natürlich was anderes. Ich meine, die Polygone
waren schon sehr groß. Der Polygon-Count war sehr niedrig. Alles war sehr klobig. Und dann GameCube, PlayStation 2 konnte man zum ersten Mal echt erkennbare Menschen abbilden. Schönere Charaktermodelle. Nicht nur Würfel mit Würfel plus Würfel, sondern wirklich Charaktermodelle. Das war natürlich schon auch nochmal ein ordentlicher Sprung. Aber ab dann lässt's nach, ne? Dann wurde mit der nächsten Konsolengeneration Open World wirklich möglich. Im großen Maßstab wurde ein Ding. Natürlich wurde der Polygon-Count nochmal erhöht, okay. Aber das war schon nicht mehr so weltbewegend. Schon, ja klar, aber naja. Und dann hat's eigentlich für mich aufgehört. Also der Sprung von PlayStation 3 bzw. Xbox 360 auf PlayStation 4 bzw. Xbox One ist für mich schon eigentlich so, hätte man auch auslassen können. Hätte man jetzt nicht unbedingt gebraucht. Passt schon, aber naja. Und ich bin mir sicher, dass der Sprung auf PS5 und so weiter jetzt auch nicht für mich großartig nennenswert wird. Glaube ich einfach nicht. Das wird wahrscheinlich wie beim letzten Mal auch schon auf die PS4 so ein, ja, ist halt ein kleines Upgrade, ich verstehe schon. Die echte Next-Gen-Konsole ist für mich die Switch. Die hat wirklich meine Art zu spielen maßgeblich verändert, was ich nicht gedacht hätte, wirklich nicht gedacht hätte. Das finde ich immer noch beeindruckend, das Ding. Was mache ich da eigentlich gerade? Und ich, also viele, sogar auf Wikipedia steht es, also offiziell muss ich sagen, wird die Switch als dieselbe Konsolengeneration wie PS4 und Xbox One gewertet. Aber ich persönlich halte das für falsch. Ich halte diese Einstufung für vollkommen falsch. Die Switch ist die nächste Generation von Nintendo. Die Switch ist die Nachfolgerkonsole der Wii U. Und wenn man in Generationen zählen will, und man zählt halt mal in Konsolengenerationen, ist die Switch quasi die direkte Konkurrenz zu PlayStation 5 und Xbox. Wie heißt es jetzt? Scorpio, Series X, genau. Also finde ich ganz klar, ich verstehe gar nicht, warum man das anders werten sollte. Aber offiziell wird es anders gewertet. Offiziell wird die Switch als Upgrade der Wii U gewertet, was ich absolut falsch finde. Die Switch ist die, wievielte ist es dann? Die 9. Generation meiner Meinung nach und nicht die 8. Ich glaube, es ist die 9. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich muss mal nachschauen. Ich google das mal schnell jetzt. Das ist wahrscheinlich interessanter, als mein Dach hier zu bauen. Deswegen gucke ich mal. Console Generations. Die 8. Warte mal, da muss ich mal kurz schauen. Genau, die 8. Generation war quasi Wii U, PlayStation 4 und Xbox One. Und zur 8. Generation wird eben offiziell schon auch die Nintendo Switch gezählt. Und das halte ich für absoluten Schwachsinn. Die Nintendo Switch baut von der Idee her auf die Wii U auf, ist aber eine eigene Konsole, die man mit der Wii U nicht wirklich vergleichen kann, finde ich. Also das ist was Eigenes, würde ich ganz eindeutig sagen. Also die Switch ist für mich ganz klar Generation 9. Und wenn ihr auch so denkt, dann verbündet euch mit mir. Lasst uns diesen Irrglauben ein Ende setzen. Immer wenn jemand sagt, ja, ich bin gespannt, was Nintendo in der 9. Generation bringt, dann sagt ihr, die Switch ist die 9. Generation. Du Trottel. Und dann zeigt mit dem Finger auf ihn und lacht ganz laut. Und sagt, kommt alle her, guckt euch diesen Trottel an. Der hat gesagt, die Switch ist Generation 8. Und dann bespuckt ihn und gibt ihm eine Ohrfeige. Wäre jetzt meine Empfehlung. Nicht, dass es dann heißt, der Landsquid Birdrider hat gesagt. Das ist nur so, ich würde es so machen. Das heißt nicht, ihr müsst es auch so machen. Ach ja, das Dach ist wunderschön geworden, oder? Hier ist sogar noch... Warum ist hier noch so eine riesen Lücke? Was ist denn hier los?
Naja, von oben sieht man das eh nicht. Und wenn man Birdie Bird, das ist die Tarnung. Oh, das Volk, wir sind so clever. Wir sind so clever hier in Sanctuary. Wir machen unsere Dächer absichtlich so rostig und kacke, weil wenn dann die neuen Faschos von der Brotherhood mit ihren Birdie Birds über uns fliegen und sich denken, oh, guck mal, da ist eine Siedlung, die können wir wieder ordentlich ausbluten lassen mit unseren erzwungenen Abgaben. Dann sehen die unsere Dächer und sagen, ach guck mal, die Dächer sind voll im Arsch, voll rostig, da gibt's bestimmt nichts zu holen, da landen wir erst gar nicht. Und bam, haben wir die Militärdiktatur Heinis hinters Licht geführt. Perfekt. Ich meine, die Alternative ist, dass ich alle umbringe. Und das muss ja nicht sein. Wenn es eine friedliche Lösung gibt. Irgendwo, aktuell habe ich sie nicht im Inventar, aber irgendwo ist meine super gepimpte Laser Gatling. Die hole ich dann und dann wird aufgeräumt, wenn irgendjemand meint, dass er hier Sanctuary erpressen kann. Die Brotherhood, ich hasse die Brotherhood in Fallout 4. Es ist so schlimm, ich finde das so schlimm, was Bethesda aus der Brotherhood of Steel gemacht hat. Ich fand die in den alten Fallout-Spielen so cool, so weird, so seltsam. Diese fast schon okkulte, fast schon sektenartige Technologiesammelfraktion, die irgendwie zwar ihre Wurzeln im US-Militär hat, davon aber nichts mehr übrig ist. Im Gegenteil, das sogar ablehnt. Ich meine, der Gründer, Maxon, war ja wirklich ein... Ah, guck, der hilft uns beim Bauen, cool. War ja war ja quasi fahnenflüchtig, der war ja ein Separatist. Der hat ja der Armee, der US-Armee den Rücken gekehrt, weil sie unmenschliche Experimente durchgeführt haben. Und diese Erkenntnis war für ihn quasi so schlimm, dass er sofort gesagt hat, okay, Armee, fuck you. Und ist mit seinen Leuten abgezogen und hat dann eben die Brotherhood gegründet, im postapokalyptischen Wasteland. Und das war eben wirklich so ein okkulter Technologiesammelorden mit Ältesten, mit Gelehrten, mit dem Rat und so weiter. Es war alles so weird und so komisch und so witzig und so clever und so cool. Und Fallout war einfach insgesamt so ein Antikriegswerk. Und Bethesda hat daraus irgendwie so Kriegspropaganda gemacht und hat eben die Brotherhood genau zu der Fraktion gemacht, die sie nie sein wollte, zu eben genau dieser Militärdiktatur, die genau das Gegenteil von der ursprünglichen Intention der Brotherhood. Unglaublich. Und hat dann noch gesagt, ja, eigentlich ist das schon geil, wenn wir hier so mit schweren Rüstungen und Waffen rumlaufen. Um Himmels Willen. Es ist wirklich, ich finde das so schlimm, was Bethesda aus der Brotherhood of Steel gemacht hat. Wirklich. Das ist wahrscheinlich deren größtes Lore-Verbrechen aus meiner Sicht. Und da gibt es einige, aus denen man wählen könnte. Naja. So ist das eben. Ich finde das so schlimm, dass die jetzt wirklich hier mit dem neuen Maxon wirklich so einen kleinen Faschisten an die Spitze gesetzt haben. Und dass der jetzt hier seine kleine Militärdiktatur durchzieht. Also, ich finde das ganz furchtbar. Wirklich schlimm. Im Grunde haben die Brotherhood jetzt zur Enklave gemacht. Das war eigentlich im alten Fallout-Universum der Job der Enklave. Die Enklave sollte das Militär sein, die Regierung sein. Das sollte die aktuelle Regierung der USA und das aktuelle Militär repräsentieren. Das sollte diese faschistischen Strömungen, diese rassistischen und faschistischen Strömungen, die es ja leider gerade in den USA auch in der Regierung, also ich meine aktuell sowieso, aber auch davor schon sehr stark gab, sollte das quasi aufzeigen und ganz klar auch zur Schau stellen und hinterfragen und anklagen. Und genau das machen die jetzt mit der Brotherhood, die da eigentlich quasi... Ach, es ist einfach furchtbar. Bethesda ist einfach furchtbar, wenn es um sowas geht. Die haben das wirklich vermasselt. Also wenn ihr jemanden von Bethesda seht, der sagt, ja, wir haben doch die Fallout-Lore echt gut gemacht, dann möchte ich, dass ihr mit dem Finger auf den zeigt und ganz laut lacht und sagt, guck mal, da ist ein Entwickler von Bethesda, der sagt, die haben die Fallout-Lore repariert. Und dann möchte ich, dass ihr auf ihn spuckt und ihm eine Ohrfeige gebt. Oh Gott. Nein, ich möchte jetzt mal ganz kurz im Ernst, nicht, dass das irgendjemand vielleicht falsch verstehen sollte. Ich möchte nicht, dass ihr irgendjemanden jemals bespuckt oder eine Ohrfeige gebt.
Niemals. Außer er ist ein totaler Trottel. Okay. Aber ansonsten, bitte niemals. Oh Gott, oh Gott. Hier ist noch ein Loch im Dach. Ich weiß nicht, ob ich das noch flicke. Vielleicht scrappe ich doch das ganze alte Haus weg. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das so eine gute Idee war. Alles hier. Alles. Ob Sanctuary Restaurieren überhaupt eine gute Idee war. Ich weiß es nicht. Wollen wir jetzt erstmal schauen, ob wir das... Okay, wir schauen jetzt erstmal. Oh Gott, ey, Leute. Es ist ja furchtbar. Wir schauen jetzt erstmal, ob wir außen hier das alles einigermaßen schön kriegen. Bevor wir überhaupt anfangen, ihn zu restaurieren. Weil vielleicht muss ich einfach mir irgendwann eingestehen, okay, war eine blöde Idee, kriegen wir nicht schön hin, können wir wegschmeißen, neues Projekt. Vielleicht passiert das. Mal schauen. Aber ich gebe erst auf, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. So lange versuche ich es noch weiter. Das ist ein guter Plan, oder? So lange, bis ich wirklich keinen Bock mehr habe, versuche ich noch, das hinzukriegen. Hecken, Hecken, Hecken. Hier, schöne grüne Hecken. Wenn man hier schöne grüne Hecken links und rechts platziert, ist das doch bestimmt schon mal gut. Oder soll ich lieber Rosenbüsche machen? Ich mache mal hier links und rechts sowas. Sieht doch schon mal... Sieht jetzt schon viel besser aus. Wirklich. Ich wollte das gerade zum Scherz sagen. Aber es sieht wirklich jetzt schon viel besser aus. Und jetzt an ein paar besonders hässlichen Stellen, die wirklich richtig hässlich aussehen, platziere ich einfach so ein paar zufällig so schmückende Bäumchen. Schmückende große Heckenbüschchen, die ein bisschen was verschleiern. Jojo. Nee, der stand hier schon immer. Was sagen Sie zu den Vorwürfen, dass die Büsche, die in Sanctuary platziert sind, nur von Bauschäden und Ungereimtheiten in der Architektur ablenken sollen? Hier gibt's gratis Kekse. So, und jetzt nehme ich, glaube ich, wirklich Büsche. Blühende Büschchen. Hallo. So, danke. Es blüht zu blühen, wenn Blümchens Blumen blühen. Okay, hier glitsche ich nachher noch in den Busch rein. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das überhaupt gut ist, so viel. Doch, das ist gut. Es ist gut. Ah, und Sepoloni sah, dass es gut war. Oh oh, jetzt kommen gleich wieder die wütenden Christen und werden sich beschweren bei mir. Nur weil ich mich für Gott halte. Na und? Wenn Gott mich nach seinem Ebenbild erschaffen hat, bin ich ja wohl auch allmächtig, oder? Also bitte. Habt ihr ja selber gesagt. Quasi. Also dreht mir jetzt keinen Strick draus. Das ist sehr viel besser. Okay, wir müssen das Dach nochmal neu machen. Es hilft nichts. Ich glaube, es besteht doch die Chance, dass die Häuser in Sanctuary schön werden. Mit ein bisschen Verschleierungstaktik, ein bisschen hier und da, ein bisschen Bimsi und Bumsi, ein bisschen Ipsi und Babsi. Und da die Chance besteht, dass es hier schön wird, will ich dann aber auch wirklich, dass es schön wird. Wenn schon schön, dann sehr schön.
Ach ja. So, die Folge geht schön langsam zu Ende. Was haben wir heute gelernt, liebe Kinder? Jeder von uns ist Gott, wenn er nur fest genug dran glaubt. Die PlayStation 5 wird enttäuschend. Oder vielleicht nicht enttäuschend, aber wird halt wirklich nichts Revolutionäres. Wird halt genau der gleiche Scheiß wie immer. Würde ich behaupten zumindest. Schauen wir mal. Der technologische Fortschritt im digitalen Bereich war in den 80er, 90ern absolut crazy und ist mittlerweile so nur passt schon geworden. Geht halt weiter. Bethesda hat die Brotherhood of Steel versaut. Und es ist nicht alles Gold, was glänzt. Schön, schöne Schlussworte. Was für eine mit Inhalt gefüllte Folge das heute wieder war. Und nebenbei haben wir ein kleines blaues Häuschen gebaut. Das fällt mir jetzt erst auf. Ein Blue Dabedi 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 Dabeda. Ich glaube, das hat... Ist das nicht von... Ist das Kant? Bin mir nicht ganz sicher. Ein großer... neuerer Philosoph hat diese Worte mal gesagt. Und ich glaube, dem kann ich mich nur anschließen. I have a blue house with a blue window. And a blue color. And everything is blue. I'm blue. Dabedi dabedi. Dabedi dabeda. Ich weiß nicht, wie der Text geht, aber irgendwas mit dem blauen Haus kommt vor. Und wahrscheinlich geht es in diesem Song um dieses blaue Haus hier. Ich bin mir ziemlich sicher. Der ist, glaube ich, man weiß ja, dass viele Musiker Zeitreisende sind in Wirklichkeit. Das ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr. Und ich glaube, dass dieser spezielle Musiker in die Zukunft gereist ist, hat dieses Video gesehen, wahrscheinlich genau diese Aufnahme hier, und hat sich gedacht, wow, wenn man Sanctuary so schön mit blauen Häusern vollbauen kann, dann schreibe ich da ein Lied drüber. Und dann entstand das Lied I'm blue, da be di, da be du, da be da, da be di. Oh wei, oh wei. Ich weiß, ich hab keine Ahnung, wie dieses Lied geht. Aber es ist wunderschön. Okay, cool, Leute. Ich finde, wirklich, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ich hätte zwischenzeitlich nicht gedacht, dass das so werden kann. Aber es kann werden. Ich muss schnell speichern. Vielleicht noch im Vordergrund ein paar große Bäume. Die lenken dann auch noch von ein paar Ungereimtheiten ab. Aber das Dach. Wir müssen, glaube ich, echt das Dach nochmal neu machen. Weil das muss weg. Das darf nicht mehr sichtbar sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie wir das machen sollen. Könnte man das auch noch mit Dekorationen vollkleben? Weil da stehen, manche Teile stehen schon. Ich meine, natürlich könnte ich das Dach insgesamt ein bisschen höher platzieren. Oder jetzt einfach noch eine zweite Schichtdach auf die erste Dachschicht kleben oder sowas. Das könnte man schon machen. Aber ich überlege gerade, gäbe es irgendwas, das auf einem Dach Sinn macht? Ich hätte eine Idee, theoretisch, ein bisschen, nicht, also das ist jetzt nicht die Lösung auf alle unsere Probleme, leider. Steuer müsst ihr trotzdem noch selber machen und sowas. Aber man könnte vielleicht wenigstens so tun, als wäre ein zweites Stockwerk da oben drauf, so ein bisschen. Und dann ein neues Dach einfach komplett machen. Also die Dinger gehen... Na, das wären... Na, ja doch, genau das könnte man... Genauso könnte man es machen. Man könnte... Leute, man könnte mit den Dingern hier... Mit den schmalen Teilen... Die gibt es doch auch hoffentlich ohne Fenster, oder? Nee, die gibt es nicht ohne Fenster. Ah doch, mit den schmalen Teilen... Könnte man die Wand einfach ein bisschen höher machen, als sie ist. Aber das wird dann auch ein bisschen überstehen, müsste es. Könnte man aber. Und dann könnte man darauf... Ich spinne nur gerade. Ich weiß nicht, ob ich das so machen will. Ich spinne nur gerade mir was zusammen. Jetzt warte mal. Ich habe eine... Warte mal. Nein, nicht. Lasst mich. Ich muss das testen hier.
Komm schon, lass dich kurz platzieren. Muss auch gar nicht so genau sein. Nur so ein bisschen. Ja, okay, von mir aus. So, hier machen wir so Teile hin, okay? Und bauen so noch ein Stockwerk oben drauf. Gefällt mir jetzt schon nicht. Dann, ich mache trotzdem mal weiter. Dann wäre mein Plan, und jetzt wird es wirklich irre. Haltet euch fest. Haltet euch fest. Ihr werdet gleich hinweggefegt werden von meiner Awesomeness. Wie eine Fliege vom Brot. Wie die Ratte sagen würde aus Stronghold. Und dann bauen wir das hier. So. Und dann bauen wir das hier. Letztendlich. Na, Kinders, ist das was? Ja, ich weiß nicht recht. Ist das nix? Ich meine, man könnte es machen. Und innen wird man sich dann wundern. Aber auch da habe ich schon eine Idee. Die hatte ich vorher schon. Ich werde nämlich einfach irgendwas nehmen, das wie eine Dachluke aussieht und hier oben irgendwo reinquetschen. Kann man nicht öffnen, kann man nicht betreten, die oberen Räume. Aber ich glaube, das machen wir. Ich glaube, das machen wir. Und dann ist das hässliche Dach weg. Ich muss das jetzt natürlich dann alles neu platzieren. Hey, jetzt habe ich mal noch eine... Jetzt muss ich mal noch schnell was testen. Beenden wir die Folge jetzt noch mit einem Test. Oh na, das kann ich jetzt nicht, oder? Nein. Nein, das ist eine blöde Idee. Vergesst es. Weil wenn ich jetzt, meine Idee war, dass ich das ganze Ding nehme und platziere. Ah, jetzt habe ich den Baumodus wieder verlassen. Ich bin so ein Dodge. Guck mal, von unten kann man leider durch das Dach durchsehen. Das hat unten keine Textur bekommen. Die Unterseite des überstehenden Dachs. Ich wollte hier alles als Gruppe nehmen, aber dann nehme ich wirklich das ganze Haus. Auch interessant. Ich nehme nicht nur das ganze Haus, sondern auch meinen alten Schuppen. Meinen alten Power-Rüstungsschuppen. Verrückt. Vielleicht machen wir das. Ich muss mal drüber schlafen. Wir machen jetzt für heute Schluss. Und beim nächsten Mal würde ich sagen, schauen wir mal, ob ich das so mache oder nicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich überlege mir das noch mit dem Dach. Irgendwie werden wir das Dach schön machen, auf jeden Fall. Aber ich weiß noch nicht wie. Aber mir fällt schon noch was ein. Hey, wir sind die... Verdammt, ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern. Welcher Versprecher war das, der mich darauf gebracht hat, dass am Ende jeder Folge immer die Tomaten kommen, die Humanoiden, die irgendwas sagen? Die... Nee, mir fällt es nicht mehr ein. Auf jeden Fall, hier sind sie. Ich habe nicht gelogen. Nee, ich weiß nicht mehr. Egal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.